Mal ehrlich jetzt. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Ehrlich Sport aus Stockstadt am Main. Ja, hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind wieder mal da im Podcast Mal ehrlich jetzt. Heute zu Gast ein ehemaliger Bundesliga-Profi und waschechter Frankfurter Bub aus Seckbach. Herzlich willkommen, Patrick Ochs. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Michael, grüß dich, hi. Oder sagt mir Gude. Ja, kann man auch sagen, wobei ich immer beim guten Morgen bin. War viel unterwegs gewesen in Deutschland, von daher. Ja, guten Morgen. Ja, es gibt einiges zu besprechen und zu erzählen. Beginnen wollen wir mit deiner Kindheit, über die Jugend, dann über die Zeit in der Profikarriere reden und was du dann so machst. Du bist in Frankfurt geboren, 14. Mai 84. Hast mit wie vielen Jahren eigentlich Fußball angefangen? Ne? Das war ja bei der Germania in Enkheim, ne? Auf dem Hartplatz, oder? Ja, genau. Das erzähle ich auch immer meinem Sohn, wenn er auf dem besten und schönsten Kunstrasen spielt und auf dem schönsten Rasenplatz, dass ich früher auf der Roten Erde Fußball spielen gelernt habe, was auch nicht so verkehrt war. Genau, da habe ich zum ersten Mal im Verein gespielt. Mit 5 Jahren war das dann. Du hast gesagt, der Sohn Lenny, was macht er, wo spielt er Fußball? Der geht jetzt zur neuen Saison im Juni, Juli. Wenn das beginnt, geht er auch zu SC Hessen Dreieich in die U10. Und da hat er viele Freunde, die mit ihm spielen. Das ist erstmal das Wichtigste in dem Alter. Ist auch dein Wohnort, ne? Genau. Du hast in der Helmholtz-Schule in Frankfurt die erste besucht. Wie wichtig waren damals deine Eltern als kleiner Bub und darüber hinaus? Wolltest du schon immer Fußballer werden oder gab es noch andere Interessen? Also letztens hat meine Mutter einen ehemaligen Schulkollegen von mir getroffen in der Grundschule und da kam er zu meiner Mutter und hat gemeint, du, weißt du, damals, als wir aufschreiben sollte, was unsere Traumberufe waren, dass der Patrick damals schon mit 7 oder 8 Jahren reingeschrieben hat, Fußballprofi, das war mir gar nicht so bewusst gewesen, dass ich das wirklich damals geschrieben hatte, aber meine Eltern waren ein ganz wesentlicher Bestandteil dafür gewesen, dass ich den Weg dann auch geschafft habe, weil sie mich überall hingebracht haben, hingefahren haben mit dem Auto, die waren immer zur Stelle, wenn ich sie gebraucht habe und ja, da auch ein ganz, ganz großes Dankeschön. Das ist immer wieder wichtig, die Eltern. Gibt es eine Anekdote oder eine schöne Anekdote vom Fußballplatz als kleiner Bub? So, wo man sich noch erinnern kann? Ja, die hat jetzt gar nicht so viel mit mir zu tun, hat eher mit meinem Vater zu tun, weil er hat gemeint, als wir damals mit 5 Jahren auf dem Hartplatz gespielt haben, was immer so ganz lustig ist, weil man dann auch die Entwicklung der Kinder sieht. Da waren zwei chinesische Kinder gewesen und die haben einfach während dem Spiel dann angefangen, einfach Burgen zu bauen mit dem Sand auf dem Hartplatz. Ja, und das sind immer so kleine, schöne Dinge, an die ich mich erinnere, wie einfach doch manchmal Fußball sein kann, ja. Du hast deinen Papa erwähnt, er war ja auch dein Förderer und Trainer bis hin in die C-Jugend, damals noch Eintracht Frankfurt, kommen wir dann auch dazu. Hattest aber unwahrscheinlich viele, viele Trainer in deiner Profizeit, ein paar werden wir nachher hören. Gibt es einen, wo du sagst, Patrick, der hat mich gefördert, der war auch ein bisschen ein väterlicher Freund in deiner Profikarriere? Also väterlicher Freund würde ich so nicht sagen, aber ich muss da wirklich an Hermann Gerland einen Dank ausrichten, weil ich damals von Eintracht Frankfurt zu Bayern München gewechselt bin und dann habe ich damals mit dem Herr Tremmler noch zusammengesessen und Herr Gerland und war mit meinem Vater auch dort vor Ort gewesen und dann haben wir halt auf die Aufstellung geschaut, wo die mich eingeplant haben. Auf einmal stand ich rechts hinten, habe aber all die Jahre in der Jugend als Zehner hinter den Spitzen gespielt. Und für mich war das so ein Aha-Effekt, wo ich gedacht habe, okay, wenn du hinten spielst, da schafft das kaum jemand im Profibereich, weil meistens kommt man ja von vorne nach hinten dann mit der Zeit im Profitum. Nee, aber er hat mich da extrem gefördert, auch wenn es manchmal wirklich eine knallharte Schule war. Aber der hat das Letzte aus mir rausgeholt, diesen Willen, diese Disziplin und die Demut, sage ich mal. Das hat er mir am meisten beigebracht. Und dann im Profigeschäft hat mich wirklich dann Friedhelm Funkel sehr, sehr gefördert. Er hat sofort auf mich gesetzt mit 20 Jahren. Wenn das ein Trainer in dem Moment nicht macht, dann kann die Karriere auch ganz schnell vorbei sein. Top, werden wir nachher auch noch kurz besprechen. Tiger hat er geheißen, ne? Richtig. Spitzname. Ja. Und der Herr Tremmler, das war dann Wolfgang Tremmler. Genau, richtig, ja. Ja, sein Sohn Sebastian Tremmler ist ja zurzeit auch beim FC Bayern München tätig im Campus und auch
in den nächsten Wochen auch einer unserer Gäste. Wie würdest du dich immer ganz schöne, er schreibt immer ganz schöne Beiträge, der Sebastian Tremmler. Das lese ich ab und zu bei Facebook, ganz interessant. Ja, ich habe mit ihm zu tun, weil er auch mit Jugendmannschaften bei meinen Turnieren auch teilnimmt, der FC Bayern. Mhm. Wie würdest du dich als Mensch beschreiben? Schwierig. Lass lieber andere Menschen beurteilen. Okay. Ich versuche immer, offen und ehrlich mit jedem umzugehen. Versuche immer, ich selbst zu bleiben. Und das ist das Wichtigste eigentlich im Groben. Okay. Wie hat sich der Fußball in den letzten 10 Jahren deiner Meinung nach verändert? Ja, extrem. Natürlich. Alles nochmal viel, viel schneller geworden. Ist natürlich auch noch mehr Geld im Spiel. Das finde ich manchmal ein bisschen schade, muss ich ganz ehrlich sagen, dass wenn 17-, 18-jährige Jungs, Kinder, sage ich mal, 5 gute Spiele spielen und die dann mit den Millionenverträgen abgefunden werden. Wo ist da noch die Gier, wo ist da noch die Leidenschaft oder die Entwicklung dahin, dass man was ganz Großes schaffen kann? Und deswegen sieht man ja auch dann öfters, dass dann am Ende die 20-, 21-Jährigen, die mit 17 schon im Rampenlicht gestanden haben, auf einmal gar nicht mehr auffindbar sind. Das finde ich so ein bisschen schade am Geschäft. Das, was sich verändert hat und ansonsten ja, einfach nochmal akribischer, genauer durch diese Big Datas, wie man es heutzutage nennt, diese Analysen, also das ist ja echt schon unglaublich, was es da gibt. Die einzelnen Spieler, die werden wirklich total gläsern. Plus der Videobeweis. Wir haben es ja gesagt, du bist zurzeit Sportvorstand in Dreieich, ich komme ja auch ein bisschen später dazu. Die Kontakte zu deinen Fans in der damaligen Zeit, in deiner Profizeit, wie nah warst du bei den Fans? Ja, ich glaube sehr nah. Also gerade zu Frankfurter Zeiten bei der Eintracht. Ich war ja der Frankfurter Bub oder bin der Frankfurter Bub, so wie du es gerade so schön ausgedrückt hast. Und ich glaube, da besteht dann immer noch eine besondere Beziehung. Klar, bei dem Weggang dann zu VfL Wolfsburg ist das Blatt ein bisschen zerrissen, sage ich mal. Aber ich glaube jetzt, wenn all die Jahre vergangen sind, dass man doch sagen kann, dass man eine schöne Zeit zusammen hatte. Das ist korrekt. Bist du ab und zu mal noch tätig in der Traditionsmannschaft von der Eintracht? Ja, oder? Ab und zu. Leider Corona geschuldet finden alle Spiele nicht statt. Ist auch immer wieder ganz schön, dass man verschiedene Generationen zusammen hat. Also ich spiele mit dem Charlie Körbel zusammen, der jetzt, glaube ich, schon ja, im Rentnertum ist. Und dann bin ich noch als Mitte-30-Jähriger. Also die Generation, die sind da alle vertreten. Das macht enorm viel Spaß. Ich habe ja auch einige Spiele mitorganisiert mit der Eintracht, mit Charlie Körbel oder auch mit der Frankfurter Fußballschule. War eine tolle Geschichte. Bevor wir nun zu deiner Jugend- und Profikarriere kommen, gehen wir mal ganz kurz in die Werbung. Dieser Podcast wird unterstützt von der Schwindbräu Aschaffenburg. Bierspezialitäten gebraut mit regionaler Braugerste. Schwindbräu, mein Schluck Heimat. Patrick, jetzt sind wir nochmal in Germania Enkheim. Dort warst du ja, hast du begonnen von 89 bis 91. Hast dann bei der Eintracht sämtliche Jugendmannschaften durchlaufen. Dein Vater, haben wir erwähnt, bist du der C-Jugend. Wer war B-Jugend, A-Jugend-Trainer? Kannst du dich noch ein bisschen erinnern da? Ja, es war einmal der Herr Fischer gewesen. Dann war es der Michael Decourt, der leider verstorben ist. Und ansonsten waren es noch 2, 3 Trainer, aber wie du ja so schön so vorhin erwähnt hast, ich hatte jede Menge gehabt. Da fallen mir manchmal die Namen dann auch nicht mehr ein. Ja, aber trotzdem haben alle ihren Teil dazu beigetragen, dass man sich ständig verbessert hat. Nach der A-Jugend kam dann der Wechsel zu dem FC Bayern München. Wie dieser Wechsel dann zustande kam, werden wir gleich erfahren. Aber jetzt hör kurz zu, zuvor jedoch die Frage der Frage gestellt. Von meinem Kollegen Chris Voigt, der Chef in der Technik und Regie. Die Frage heißt, mal ehrlich jetzt, Achtung, Patrick, aufgepasst. Die Frage der Fragen, mal ehrlich jetzt. Hallo Patrick, kannst du noch sagen, wann und gegen wen du dein allererstes Bundesliga-Tor geschossen hast? Und wie hast du dich dabei gefühlt? Gute Frage, aber ich kann sie beantworten. Okay. Das war 2005 gewesen, wenn mich nicht alles täuscht, gegen Bayer Leverkusen. Das 3:1, meine ich zu wissen. 17. September 2006, Federspieltag. 3:1 gegen Leverkusen. Hat ja, aber 3:1 war schon mal richtig. Ja. Okay, auch immer wieder der Hinweis an unsere Gäste, die hier alle zuhören. Die
Fragen sind nicht abgesprochen mit unserem Gast und muss man immer wieder sagen, aber okay, lassen wir gelten. Du hast in deiner Profikarriere weit über 300 Pflichtspiele gemacht, davon über 220 bei der Eintracht, 58 gelbe Karten. Fast jedes Spiel, also jedes vierte Spiel eine gelbe Karte. Aber Statistik ist ja so immer eine Sache und Tore, das war nicht so das Ding, ne? Nee, aber dafür die Vorlagen. Ja, genau. Mit wem habt ihr damals verhandelt mit dem FC Bayern München, wie du da gewechselt bist? Ich glaube, dein Vater war auch Art Berater oder hast du noch einen anderen Berater gehabt, wie ihr dann 2002 zu Bayern gegangen bist? Muss ich überlegen. Es war mein Vater gewesen und es war noch jemand gewesen, ist mir der Name, aber jetzt fällt mir nicht ein. Hat aber auch mal bei Bayern München gespielt, hat einen Paul Breitner den Rücken freigehalten, aber jetzt stehe ich gerade auf dem Schlauch und der Name fällt mir nicht ein. Das macht nichts. Den Trainer haben wir angesprochen, Tiger Hermann Gerland. Fällt mir gerade ein, die Mitspieler von damals, ne? Philipp Lahm, Schweinsteiger, Bastian, Deisler, Fink, Drochowski, Rensing, Ralf Hasenhüttl, ne? Damals bei Bayern 2 gespielt. Also war schon auch in Bayern München damals 2 eine tolle Zeit und riesige Mitspieler, hast du dann auch ca. 25 Spiele dort gemacht. Hast in dieser Zeit auch U19 und U20 Nationalmannschaft gespielt, jeweils 2 Einsätze mit Dieter Eils und Michael Skibbe damals. Dann kam die Rückkehr in der Saison 2004 zu 2005, eigentlich zu deinem Verein, ne? Kann man sagen, von 2004 bis 2011 zu der Eintracht. Mhm. Bist auch mit der Eintracht in die erste Bundesliga aufgestiegen und mit Eintracht Frankfurt warst du auch Finalist im DFB-Pokal 2006. Auch in der U21 9 Spiele mit Dieter Eils, auch einige Einsätze. Ne? Und wenn du dann siehst, kannst du dich noch da ein bisschen dran erinnern, an die U21-Zeit mit von einigen Mitspielern? Ja, da war zum Beispiel Gonzalo Castro war gewesen, Mario Gomez war es gewesen. Also waren einige Namen, die dann auch wirklich eine schöne Karriere in der Fußball-Bundesliga genommen haben. War damals eine schöne Zeit gewesen. Jede Menge Erfahrungswert für mich vor allem auch. Wir haben auch die Europameisterschaft in Portugal gespielt. Damals war Michael Rensing im Tor gestanden zum Beispiel. Leider sind wir da ausgeschieden. Aber allem in allem ist das natürlich immer schön, wenn man gerade auch in der Nationalmannschaft in seinem Jahrgang dann wirklich einer der Besten ist und das auch alles erleben darf. Ja, René Adler noch, war noch dabei. Oder auch Roberto Hilbert, Sascha Rieter, Patrick Helmes, Mike Hanke, Aaron Hunt, Stefan Kiesling. Also es war eine riesen Sturmtruppe da vorne. Ne? Und Christian Schulz von Werder Bremen, Matip. Also es waren sehr, sehr viele dabei. Letztes Länderspiel war dann von dir, 10. Oktober 2006. In der Saison 2004-2005 war der damals in der 2. Liga. Und dann hast du einen Trainer angesprochen, der Friedhelm Funkel, ne? Mhm. Seid aber gleichzeitig in dieser Saison aufgestiegen. Ja. Dritter Platz mit Mitaufsteiger Köln und Duisburg. Die erste Zeit, welche Mitspieler hattest du da oder kannst du dich da auch noch ein paar erinnern? Ja, natürlich. Es war auch eine prägende Zeit für mich gewesen, weil damals war es ja noch so, dass man als junger Spieler nichts zu melden hatte. Man hat seine Arbeit verrichtet und ich kann mich noch genau an eine Situation erinnern mit Jens Keller, dass er ein erfahrener Haudegen war. Und dann haben wir Handball, Kopfball im Trainingslager gespielt als Warmmachen. Und dann wollte er natürlich uns Jungen erstmal zeigen, wo der Hammer hängt. Schöne Situation gewesen. Ich möchte zum Kopfball hochgehen. Er geht auch zum Kopfball hoch und haut mir mit dem Ellenbogen genau unter mein Lied. Hab davon heute noch eine Narbe. Und das sind so Erinnerungen, wo ich sage, die haben mich auch geprägt, weil ich sagen muss, so lernt man Fußball spielen. Es war in dieser Zeit so angesagt, ja. Und ansonsten haben wir natürlich am Anfang haben wir es ein bisschen schwer getan gehabt damals, weil es eine neue zusammengemischte Mannschaft war. Und dann haben wir in der Rückrunde haben wir wirklich Fuß gefasst und sind dann wirklich marschiert. Und ich glaube, wir haben fast gar kein Spiel mehr verloren gehabt und dadurch sind wir dann aufgestiegen. Benjamin Köhler, Alex Meyer, Ari van Lent, André Wiedener, Alex Schur, du hast unwahrscheinlich viele, viele, viele Mitspieler bei der Eintracht gehabt. Nächste Saison, Trainer Friedhelm Funkel, 14. Platz in der ersten Liga. Ein Spiel muss man natürlich dann nennen in dieser Saison. Ne? Der Hammer war natürlich das DFB-Pokalfinale gegen Bayern München. Ne?
am 29. April 2006. Wie fühlt man sich, wenn man da vor 75.000 Zuschauer einläuft? Da muss man doch irgendwo, boah. Das waren gar nicht die 75.000 Zuschauer, weil wir auch gegen Dortmund gespielt hatten im Signal Iduna Park. Da waren es dann 80 oder 82.000. Aber man weiß halt einfach als Spieler und gerade wenn man jung ist und das noch überhaupt gar nicht miterlebt hat, so wie es bei mir der Fall war, dass einfach auch zig Millionen Menschen vor dem Fernseher sind und die alle deine Schritte am Ball beobachten. Das ist immer das, wo man dann so ein bisschen Ehrfurcht davor hatte, wo man darüber nachgedacht hat vor dem Spiel. Aber als wir im Spiel waren, haben wir ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Und meiner Meinung nach hätten wir eigentlich auch gewinnen müssen. Ich glaube, es war eine Standardsituation, die dann das Spiel entschieden hat. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, dass wir, glaube ich, die letzten 5 Minuten dreimal allein auf einen Oli Kahn draufgerannt sind und der Oli Kahn wirklich auch da einen sensationellen Tag hatte und alles runtergefischt hatte, ja, was er halten konnte. Und da hat er leider alles gehalten. Ne? Wer war bei euch im Tor? Okan Nikolov. Der ist jetzt in den nächsten Tagen auch unser Gast. Ich werde ihm bestimmt liebe Grüße von dir ausrichten können, oder? Ja, gerne, gerne. Super Mensch. Ja, du hast erwähnt, Oli Kahn, Pizarro hat das Tor gemacht in der 59. Minute. Und der Friedhelm musste auf die Tribüne, das weiß ich noch. Der hat da schwer gemeckert. Weißt du noch, wer Schiri war? Weiß ich nicht mehr, aber ich weiß, dass das Tor eigentlich hätte nicht zählen sollen, weil ich auch der Mitbeteiligte war. Und, frag dich ja, nicht. Richtig, und ich konnte leider überhaupt gar nicht hochspringen, weil er sich so auf mich abgestützt hat. Deswegen war das damals eine Fehlentscheidung und heute mit dem schönen Videoassistent, Videoreferee, wäre diese Szene wahrscheinlich abgepfiffen worden und wir hätten den Pott nach Frankfurt geholt. Ja. Schiedsrichter Herbert Fandl damals, bei München mit Sanjol, Lucio, Ismail, Philipp Lahm, Salimicic, Roberto, Ballack, Hargraves, Roy Mackay, also Jeremis, also eine Scholl, Claudio Pizarro und ihr habt auch mit Rehmer, Marco Russ, Lexa, Hugel, Alex Meyer und so weiter eine tolle Truppe gehabt. Ihr seid ja dadurch qualifiziert gewesen für die Qualifikationsrunde in der Europa League. Gegen Newcastle, gegen Vigo, Fenerbahce und Palermo leider ausgeschieden. Dann kommen wir mal im Schnelldurchlauf. Die nächste Saison, 14. Platz, immer noch der Friedhelm, Trainer, 2007, 2008, erste Liga, 9. Platz. Dann 13. Platz, erste Liga. Dann kam Skippe, 2009, 2010, Platz 10. Der hatte ich, glaube ich, ein bisschen umprogrammiert. Ne? Du wurdest dann von Skippe auf einmal im rechten Mittelfeld eingesetzt und hast auch prompt ein Tor gegen Berlin geschossen. Also da ja, richtig, bist du ein bisschen offensiv. Ja, das war ein guter Schachzug von ihm gewesen. Ich glaube, das war damals gewesen, dass Mike Franz hinter mir gespielt hatte. Und wir wollten da einfach ein bisschen was probieren. Und das hat dann hervorragend gefruchtet. Und ab dem Zeitpunkt habe ich eigentlich immer nur noch bei der Eintracht dann zu 90% im rechten Mittelfeld gespielt. Ja. Mit ihm dann 2010, 2011 lief es nicht so gut. Skippe wurde dann von Christoph Daum abgelöst. Ihr seid, er hat da, ich glaube, 7 Spieler hat er euch betreut, 17er gewesen, seid abgestiegen in die 2. Liga. 2011, 2012 kam dann Armin Fee und wieder Aufstieg. Dann kam aber dann nächster Wechsel. Also mein Wechsel kam schon vorher. Oder vorher, ja. Genau, also mit Armin Fee habe ich nicht mehr mitbekommen. Ich bin dann beim Abstieg, bin ich dann zu VfL Wolfsburg gewechselt. Genau. Ja, hat es aber, glaube ich, noch ein anderes Angebot, ne? War das Schalke damals? Ja, das war aber im Januar gewesen, kurz vor Transferende. Es war mitten in der Saison gewesen und dann am Ende der Saison war es von VfL Wolfsburg gewesen. Aber der Trainer war damals der gleiche. Du lachst, ich lach auch. Wir haben VfL Wolfsburg angesprochen. Der Wechsel war also dann vollzogen. Es gab natürlich ein wenig, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, ein wenig Nebengeräusche. Aber zuvor gehen wir nochmal ganz kurz in die Werbung und dann fahren wir nach Wolfsburg. Patrick, bis gleich. Dieser Podcast wird unterstützt von der Schwindbräu Aschaffenburg. Bierspezialitäten gebraut mit regionaler Braugerste. Schwindbräu, mein Schluck Heimat. So, wir sind wieder da. Wir müssen ein kleines bisschen dann den Wechsel besprechen. Kleine Nebengeräusche. Es wurde ja wohl auch da, wie du sagst, in der Winterpause, hat einer mal ein bisschen den Mund geöffnet und es gab verschiedene Differenzen, weil
Ja, es war im Abstiegskampf und dann ging der Frankfurter Bub doch weg, ne? Also da wurde sehr viel Falsches geschrieben und erzählt, glaube ich. Ja, sehr, sehr viel, leider. Und deswegen war dann auch die Situation so gewesen, wie sie dann am Ende auch war. Aber klar, man kann jetzt lange ausholen und das versuchen zu erklären, aber dann wird das immer wie Ausreden rüberkommen. Die Leute, die wissen, wie es gelaufen ist, ja, die wissen ganz genau Bescheid. Und die anderen sehen und hören und lesen es meistens nur aus der Zeitung, die dann leider auch wirklich Falsches berichtet, oftmals. Dabei wollen wir es jetzt belassen, so ist es eben. Richtig. Und ohne Medien wäre es manchmal ganz gut. Manchmal ist es auch gut, dass man die Medien hat. Du hast dann beim VfL Wolfsburg einen Vierjahresvertrag unterschrieben, bist aber nach Wolfsburg gewechselt. Ich nenne es jetzt mal mit einem riesen aufgeblähten Kader. Das waren ja weit über 40, 45 Profis. Hast dort leider nur in Anführungszeichen über 30 Spiele machen können. Deutsche Vizemeister 2015 mit Wolfsburg. DFB-Pokalsieger mit dem VfL Wolfsburg. Der Trainer war damals dein ersten Trainer, war der Felix Magath. Platz 8 in der ersten Liga und jetzt höre ich im Hintergrund, irgendjemand ruft mich an und hören wir mal rein, was der Anrufer zu fragen hat. Lieber Patrick, wie waren die ersten Gespräche mit Felix Magath und wo dann dein Feststand, dass du zum VfL Wolfsburg wechselst, wie waren dann die Begegnungen mit Felix Magath auf dem Trainingsplatz? Du hast den Ja, ich weiß schon, Fragesteller. warum er es fragt und warum er so leise redet. Wer war's? Ja, das war Maximilian Arnold gewesen, genau. Ja, die ersten Begegnungen waren eigentlich sehr gut gewesen, sehr höflich, sehr nett, sehr interessant. Aber dann, wenn Herr Magath einen catcht und einen gefangen hat, dann gibt es nur noch die Keule. Und es war damals eine sehr aufreibende, sehr anstrengende Zeit, muss ich ehrlich sagen. So hart wie unter ihm habe ich noch nie in meinem Leben zuvor trainiert gehabt. Und ich war der Meinung schon, dass ich sehr viel laufen kann und sehr schnell sein kann. Nur was ich da erlebt habe, ja, das war schon sehr hart gewesen. Maxi kann, glaube ich, auch einiges davon erzählen, weil er dann auch, glaube ich, ein halbes Jahr später dazugestoßen ist mit 18 Jahren. Ich glaube, er weiß ganz genau, von was ich da rede. Ja, aber tolle Mitspieler, ne? Marcel Schäfer, Maximilian Anolast erwähnt, Thomas Hittelsberger, Hasebe Tschaga, Mario Mandzukic, viele, viele überragende Mitspieler. Aber es hat wohl nicht funktioniert mit dir und dem Felix und bist dann kurz vor Transferende oder am letzten Tag nach Hoffenheim gewechselt. Ja, Bist ein genau. Jahr ausgeliehen worden, ne? Genau, richtig. Aber ja, wie gesagt, also das war damals eine blöde Zeit, muss ich echt sagen, eine beschissene Zeit auch. Wenig gespielt als Kapitän von Eintracht Frankfurt mit weit mehr als ja, 200 Spielen dahin gewechselt. Habe gedacht, das geht so weiter und dann kriegt man erstmal ja, mit einem Knüppel auf den Kopf gehauen, so ungefähr. Und findet man sich auf einmal auf der Tribüne wieder, da fragt man sich schon, was man falsch gemacht hat. Oder ob man all die Jahre wirklich so schlecht gewesen ist, um dann nicht mal mehr im Kader zu stehen, glaube ich, war nicht so. Ich kann immer sagen, dass ich im Training immer zu 100% Vollgas gegeben habe. Nur wenn dann halt zwei Personen nicht miteinander können, was ja auch öfters passiert im Berufsleben, dass man halt andere neue Wege aufschlagen muss. Und das habe ich dann halt eben mit der Ausleihe nach Hoffenheim gemacht. Nur leider ging es dort auch im Verein selbst drunter und drüber in diesem Jahr. Genau, Platz 16. Wieder einige Trainer. Sehr Nur in viele dem Jahr. Ja, Trainer. Markus Babbel, Frank Kramer, Marco Kurz, Markus Gisdol und damals, glaube ich, auch schon Co-Trainer hat er dabei gehabt, den Julian Nagelsmann, ne? Der war also da Genau, also dabei. der Herr Kramer hatte den Julian Nagelsmann mitgenommen gehabt, aber Herr Kramer war ja auch, glaube ich, nur 4 Wochen Interimstrainer gewesen. Ja. Aber man hat damals schon deutlich vom Julian Nagelsmann gesehen, dass er Fußball versteht. Also auch da die Übung, die wir damals gemacht haben. Es war auf einmal was völlig Neues, ja, Kognition, das Thema, was damals noch weit im Hintergrund war. Ja, und auch eben ganz, ganz viele Spielformen, kleine Spielformen, Rondos. Das war damals noch nicht so angesagt und er hat das versucht, da reinzubringen. Und jetzt sieht man, wo er angekommen ist, ne? Richtig, also er hat nicht so viel verkehrt gemacht. Ne? Ja, gut, das ist richtig. Ja. Du hast dann in Hoffenheim, beziehungsweise das letzte Saisonspiel hast du noch in Dortmund gemacht, kann ich mich noch erinnern. Da habt ihr 2-1 gewonnen, Auswärtssieg, und war damals in der Relegation gegen Kaiserslautern mit 3-1 und 2-1 gewonnen.
hast insgesamt 12 Spiele in Hoffenheim gemacht und die Hoffenheimer sind dadurch in der Bundesliga geblieben. Ja, ob das jetzt durch mich war, mag ich nicht zu beurteilen. Ich habe unter Marco Kurz habe ich sehr, sehr viele Spiele gemacht. Unter Gestoll am Ende dann, der hat ja eigentlich schon gedacht, dass Hoffenheim abgestiegen ist, hat somit auf sehr, sehr viele junge Spieler gesetzt, die aus den Amateuren hochgezogen wurden oder aus der A-Jugend. Unter anderem Süle war einer der Kandidaten gewesen. Er hat sie dann spielen lassen, hat eigentlich zu mir gesagt, du spielst nicht mehr, obwohl du gut bist im Training. Aber ich muss mit den Jungs planen, die nächstes Jahr auch noch da sind. Und da du wieder zu Wolfsburg gehen wirst, bist du erstmal nicht berücksichtigt. Und auf einmal habe ich dann trotzdem am 34. Spieltag in Dortmund gespielt, auf einer für mich völlig ungewohnten Position, links vorne. Habe meiner Meinung nach auch kein gutes Spiel gemacht, aber es hat uns geholfen, dann wenigstens in die Relegation zu kommen. Der richtige Übergang, Rückkehr dann 2013, 2014. Die Ära um Felix Magath war beendet. Es war ein neuer Sportdirektor da, der Thomas Allofs und Coach Dieter Hegging. Seid da auf Platz 5 gelandet, Teilnehmer für die Euroleague qualifiziert, aber ein Spiel müssen wir aus dieser Saison noch mal kurz besprechen. Der 11. Spieltag. Ihr wart in Frankfurt beim Auswärtssieg. Mhm. Du hast in dieser Zeit eigentlich ja regelmäßig gespielt am Anfang von der Saison und Patrick Ochs hat auf einmal war der Vorbereiter, ne? Ihr habt gewonnen, ne? In Frankfurt mit Wolfsburg. Das weiß ich noch. Das war für mich damals ein sehr schönes Erlebnis, weil es war so gewesen, dass ich eigentlich für Eintracht Frankfurt immer alles gegeben habe und als ich auf dem Platz war und bei jedem Ballkontakt hat das ganze Stadion gepfiffen. Für mich war es ein sensationeller Einstieg, weil wir, glaube ich, nach 2 Minuten in Führung gegangen sind. Das war ein Eigentor gewesen. Ich habe das Tor vorbereitet und habe dann noch dem Maxi das 2-1 in der zweiten Halbzeit aufgelegt. Also für mich einfach ein perfekter Tag. Alles ist wunderbar gelaufen. Leute waren ein bisschen negativ eingestellt gegenüber mir, aber gut, wir haben es gut hinbekommen. Wir haben gewonnen. Mit Katlec, Meier, Trapp im Tor, Ocipka, Russ, Zambrano, Barnetta, Anderson, also auch eine gute Truppe. Dann hattest du in dieser Saison insgesamt 17 Einsätze, also immer eigentlich viel gespielt. Mhm. Saison 2014, 2015 immer noch der Trainer Dieter Hegging, ihr seid Vizemeister in der ersten Bundesliga geworden, DFB-Pokalsieger 2015, aber für dich lief diese Saison brutal. SCH. Gleich am ersten Trainingstag, glaube ich, im Juli 2014, gab es der große Knall. Ne? Was ist passiert? Ja, war hart gewesen für mich, weil nochmal kurz zurückgreifend. Ich wirklich sehr viele und sehr gute Spiele gemacht hatte ein Jahr zuvor und am Ende der Saison, die letzten 10 Spiele, bin ich nicht mehr so regelmäßig zum Einsatz gekommen, wollte aber nochmal angreifen, weil es auch mein letztes Vertragsjahr war und ich wusste, wenn ich jetzt nochmal brutal viel Gas gebe und in der Vorvorbereitung, also vor der normalen Vorbereitung, wirklich alles aus meinem Körper heraushole, dass ich dann auch wieder spielen werde, weil ich war davon überzeugt und somit hätte der Weg beim VfL Wolfsburg dann auch weitergehen können. Sehr viel gemacht, wahrscheinlich zu viel. Ja, wie du schon erwähnt hast, erster Trainingstag, erster Vorbereitungstag, eine falsche Aktion und ich habe sofort gemerkt, wie das Knie in sich zusammengefallen ist. Waren 15 Sekunden lang höllische Schmerzen gewesen und ich habe ja noch nie eine große Verletzung gehabt und ich habe gedacht, gut, vielleicht ein Band ist durch, was 6 Wochen dauert. Mhm. Nächsten Tag war ich bei der Diagnose gewesen, ja, wunderbar. Da ist mal kurz das Leben in mir zusammengebrochen. Ja, war für mich wirklich sehr hart gewesen. Kreuzbandriss, ja. Boing. Vom Augsburger Kniespezialisten Dr. Ulrich Bönisch operiert worden, ne? Richtig, ja. Du bist dann im Januar 2015 zurückgekommen. Es hat aber nicht mehr gereicht. Du bist nicht mehr so in Tritt gekommen, hast nur noch ein paar Spiele in der Regionalliga gemacht. Der Vertrag wurde nicht verlängert und dann war erstmal ein Jahr Pause. Ich glaube, mich erinnern zu können, es waren Kontakte zu Hannover 96 da, aber auch zum FSV Frankfurt. Und da hast du ein Jahr Pause gemacht. Der FSV war noch zweite Liga und dann gab es einen gewissen Trainer dort. Der war wohl gegen Patrick Ochs. Mag so sein, obwohl er mir eigentlich immer positive Rückmeldungen gegeben hatte und gemeint hat, es liegt nur am Geld, wobei in dem Fall ging es mir gar nicht mehr ums Geld, sondern ich wollte einfach nur noch Fußball spielen. Klar muss man schauen, dass man nach der Karriere, wenn man in der ersten Bundesliga ist, sollte es man geschafft haben, finanziell abgesichert zu sein.
Das war damals der Fall dann bei mir gewesen und ich wollte aus Spaß Fußball spielen, wirklich einfach nur nochmal, um allen es zu zeigen. Musste aber auch zugestehen, dass mein Knie in der Zeit auch nicht ganz in Ordnung war und ich wollte das erst ganz auskurieren, bevor ich dann wieder angreifen kann. Das war dann einigermaßen der Fall gewesen, ein Jahr später. Und dann bin ich doch zum FSV gegangen, allerdings eine Liga unten drunter. Ja, die sind genau. Damals Trainer Roland Frabeck ist aber da in der Saison abgelöst worden durch Gino Letteri. Ihr habt in der dritten Liga gespielt. Dort für den FSV hast du nochmal 24 Spiele gemacht. Und dann hat es wieder geknallt. Der zweite Kreuzbandriss war es. Und zwar im April 2017. Weißt du noch, wo es passiert ist? Beim Ja, Auswärtsspiel? klar, das vergisst man nie. Fortuna Köln, Aprilscherz, 1. April. Ja, war auch wieder brutal hart gewesen, weil ich glaube, ich war für die Mannschaft enorm wichtig gewesen. Klar hat damals die Insolvenz war schon klar gewesen vom Verein. Wir haben uns gefangen gehabt. Am Anfang der Saison war es relativ schwierig, dann haben wir uns gefangen gehabt. Und ich sage, wenn die Insolvenz nicht gekommen wäre und dann hätten wir wahrscheinlich auch geschafft, oben mitzuspielen. So ist die Mannschaft in sich zusammengebrochen, weil bei vielen ging es halt um die Existenz, um Geld, das dann einfach nicht mehr kam regelmäßig. Ja, für mich sehr, sehr hart in dem Moment gewesen. Hast gesagt, und dann auch der Abstieg aus der dritten Liga vom FSV Frankfurt. Dein Entschluss kam dann im März 2019, deine Profikarriere zu beenden. Wie es danach mit dir und deinem beruflichen Werdegang weitergegangen ist, hören wir gleich. Gehen wir nochmal ganz kurz in die Werbung und dann kommen wir zum Karriereende und was du beruflich machst. Patrick, wir hören uns gleich. Servus, bis gleich. Dieser Podcast wird unterstützt von der Schwindbräu Aschaffenburg. Bierspezialitäten gebraut mit regionaler Braugerste. Schwindbräu, mein Schluck Heimat. So, wir haben 2019, direkt nach deinem Karriereende, bist du dann zur Eintracht doch wieder zurückgekommen, ne? Als 34-Jähriger hast du dort ein Praktikum gemacht. Wie kann man sich das vorstellen, dass also alle Bundesliga-Strukturen kennenlernen dürfen und in alle Abteilungen reingeschnuppert? Erzähl mal, wie war das für dich das halbe Jahr? Oder überraschend, oder? Wie groß? Ja, was völlig Neues, muss man sagen, weil man hat ja immer nur davor gespielt und im Hintergrund waren die ganzen Strukturen gegeben. Man hat im Großen und Ganzen eigentlich nichts mitbekommen, weil man in der Blase Fußballprofi, wie ich es immer so schön nenne, gelebt hat. Aber für mich war trotzdem immer schon wichtig, als Spieler zu wissen, wie es hintenrum funktioniert. Und daher war das klar, durch einen guten Kontakt durch Axel Hellmann, dass ich dann, wenn die Karriere vorbei ist, diese Chance wahrnehmen möchte. Egal, ob ich jetzt da irgendwie bei Eintracht Frankfurt anfange oder nicht, für mich war einfach wichtig, Bundesliga-Strukturen kennenzulernen. Die habe ich kennengelernt, war interessant gewesen, war in allen Bereichen einmal gewesen. Unglaublich wahnsinnig, wie groß Eintracht Frankfurt mittlerweile hinten dran geworden ist, wenn ich das zu meiner Zeit vergleiche, wie viel Umsatz dort generiert wird. Also echt beeindruckend, wie Eintracht Frankfurt das die letzten, sage ich mal, 4, 5 Jahre seit dem DFB-Pokalgewinn da entwickelt hat. Du hast gesagt, ich glaube, dass auch mancher Zuschauer, der im Stadion ist, oder mancher Profi, die den Blick hinter die Kulissen also nicht kennt und was da alles dran hängt, hast du gerade gesagt. Also du bist zu der Eintracht Frankfurt zurück, in Anführungszeichen, und dann bist du kurz danach, nach deinem Praktikum, wieder zu einem Verein zurück. In Anführungszeichen, du bist nach Wolfsburg, hast dort eine Weiterbildung gemacht zum Fußballmanager im Sportbusiness Campus in Wolfsburg. Also wieder in eine alte Region zurück. Wie war das damals? Erzähl mal diese Zeit, oder was kann man sich darunter vorstellen? Was waren die Themen oder wie waren die Abläufe? Ja, das war ja in etwa zeitgleich gewesen mit dem Praktikum. Das Praktikum hatte ich nebenher gemacht, weil so konnte ich die Schule sozusagen mit dem Praktischen verbinden. Ja, war interessant gewesen. Für mich war es eine Umstellung gewesen, wirklich, weil ich auf einmal ja, vor dem Beamer gesessen habe und 10 Stunden am Tag auf das Ding geklotzt habe, was man als Fußballer halt eben nicht so macht. Ich muss echt sagen, dass da teilweise am Abend wirklich mein Kopf völlig zu war, weil man sich mit so Themen eigentlich nie beschäftigt hat. Da waren auch wirklich wieder alle Themen wie ja, Berater sein, Medienumgang, Marketing. Und so weiter und so fort. Also man hat einen guten Einblick bekommen, was für mich ganz interessant war und auch mal was Neues.
waren wirklich diese wissenschaftlichen Prüfungen zu schreiben, naja, dass man wirklich auf alles achten muss. War interessant. Ich habe es, glaube ich, ordentlich okay gemacht. Trotzdem habe ich am Anfang schwer getan und habe bestimmt 3 Tage vor dem weißen Blatt an Word gesessen, habe überlegt, wie ich anfange. Okay, jetzt habe ich einen Pieps im Kopfhörer. Hör mal rein, was jetzt kommt. Hör gut zu. Die zweite Frage ist, wie war oder wie hast du dir dann dein Karriereende vorgestellt, nachdem du ja leider durch deinen Kreuzbandriss aufhören musstest? Ist danach alles so in die richtigen Bahnen gelaufen, so wie du dir es vorgestellt hattest? Ja, Weißt du, wer fragt wieder? ja, Maxi natürlich, Maximilian Arnold. Sehr schön, dass er diese tolle Fragen überlegt. Danke dahin. Ja, gute Frage. Ich weiß nicht, ob man sich das so vorstellt, weil man nie damit konfrontiert wurde, als man selbst noch aktiv Fußball gespielt hat. Mein Glück war es einfach gewesen, Glück im Unglück, dass ich wirklich diese Verletzung hatte und mich so lange darauf vorbereiten konnte. Und das war so ein schleichender Prozess. Das war nicht ein Cut von heute auf morgen, war Ende Gelände gewesen, wie es bei vielen ist, die wirklich keine großen Verletzungen haben. Sondern ich habe ja auch schon währenddessen, während meinen Verletzungen, viel gelesen, mich viel schlau gemacht, mich viel weitergebildet. Das ist ganz wichtig. Und für mich war dann klar, als ich verschiedene Bereiche mal kennengelernt habe, wo ich eigentlich sein möchte. Das war erstens, möchte ich was Eigenes entwickeln, indem ich so eine Art Persönlichkeitsentwicklung mache für Sportler. Da geht es gar nicht nur um die Profis oder die ganz oben angekommen sind, sondern einfach meine Dinge weitergeben möchte, die ich falsch, die ich richtig gemacht habe und halt einfach unterstützend zur Seite stehen möchte in Sachen Vermögensberatung, Versicherung, Pipapo, weil man einfach in der Zeit sehr, sehr viel schwarze Schafe kennengelernt hat und sehr viele Leute, die auch einem geholfen haben. Und ich bin ein Mensch, der helfen möchte. Und ich glaube, das wäre dann ein guter Weg in dieser Sache. Plus halt eben, dass ich gemerkt habe, dass ich aus dem Fußball nicht raus möchte, ich aber trotzdem eine Funktion übernehmen möchte, die, sage ich mal, in Anführungszeichen das Sagen hat und die entscheiden kann. Und wo man sich nie verletzt. Richtig, wobei kann man auch. Ja. Es gab dann noch eine Abschlussfeier im Campus vom VfL Wolfsburg. Maximilian Arnold haben wir schon erwähnt, der war ja auch im Podcast gewesen, er war auch dort, weil seine Frau ja auch dort was gemacht und getan hat. Und, aber eine war auch da. Was hat Pierre Littbarski gemacht? Ja, ich glaube, Pierre Littbarski ist ja der Markenbotschafter von VfL Wolfsburg. Und als er dann auf dem Parkplatz gestanden ist, neben meinem Auto, habe ich mich wirklich gefreut, ihn zu sehen. Und ich wusste ja gar nicht, dass er da war, weil es war ja mein Co-Trainer unter Felix Magath gewesen. Und Pierre Littbarski ist ein unglaublich super Mensch. Ich habe mit ihm wirklich sehr, sehr viel Spaß gehabt. Er hat immer sehr viele Stücke auf mich gehalten, hat es auch wirklich, glaube ich, nicht verstanden, warum ich nicht gespielt habe. Und er hat mir dann das Zertifikat überreicht, was für mich auch nochmal ein schöner Abschluss war und das Ganze rund gemacht hat, ja. Wäre übrigens auch ein ganz interessanter Gast in unserem Podcast. Auf jeden Fall kann ich gerne in Kontakt stellen, kein Thema. Das hören wir gerne, der Christian, nicht? Also da werden wir, wenn wir nachher fertig sind, nochmal ganz kurz drüber Ja. reden dürfen, ja? Du hast aber dann nach deinem Praktikum bist du dann auch, du wohnst ja in Dreieich, in den Sportvorstand zum neu gegründeten SC Hessen Dreieich gewechselt. Der Verein war ja damals unter Führung mit Rudi Bommer, Ralf Weber und Charlie Körbel bis in die Regionalliga aufgestiegen. Also auch alles in Anführungszeichen Adlerträger. Die haben aber dann nach Unstimmigkeiten alle drei den Verein verlassen und die angestrebte Kooperation mit Eintracht Frankfurt hat sich dann zerschlagen. Als Sportvorstand in Dreieich, was kann man sich darunter vorstellen? Es soll ja auch, glaube ich, oder wurde ein anderer Vereinsname gegründet oder ist es ad acta gelegt worden? Das ist erstmal ad acta gelegt worden. Wir sind der SC Hessen Dreieich weiter. Was muss man sich darunter vorstellen als Sportvorstand? Normalerweise nennt man ja Vorstände einfach nur, die oben drüber stehen und entscheiden und versuchen, Tipps zu geben. Das bin ich nicht, weil ich habe gesagt, die Strukturen sind natürlich ein bisschen kleiner als wir jetzt in der ersten Liga. Ich bin eigentlich, sage ich mal, der Mann Teammanagement, Management, Sportdirektor, Vorstand, alles in einem. Also ich versuche wirklich alles zu regeln. Und ich glaube, wenn man diese Aufgabe so macht, weil ich bin immer einer, wenn ich was anfange, mache ich es ganz oder ich lasse es direkt sein. Und ich glaube einfach dadurch, dass ich so viele Felder betreue, kann ich da auch wenn es nur fünfte Liga ist, wir aber ganz anders aufgestellt sind in dem Verein als in der fünften Liga, glaube ich, dass ich dadurch einfach enorm viel und vor allem auch schnell lernen kann. Okay, und
kann man ein bisschen vorausschauen. Wir haben bis jetzt erst einmal dieses Wort genannt. Wir nennen es jetzt nicht. Wir haben es immer vermieden, mit unseren Gästen über dieses komische Wort zu sprechen. Kann man in die Zukunft gucken? Kann man also nicht gucken, sondern planen? Da seid ihr bestimmt dabei, ne? Also planen kann man auf jeden Fall, nur durch Corona, durch die Pandemie ist halt alles sehr ungewiss. Keiner weiß, wie es weitergeht, wobei ich jetzt hoffe, dass wir, wenn sich die Leute impfen lassen, dass wir dann einen guten oder einen richtigen Schritt in die richtige Richtung machen. Und ich glaube, wenn das Thema wirklich auch mal weg ist, dann kann man wirklich gut planen. Wir haben es geplant gehabt, wir wären eigentlich aufgestiegen, davon wäre ich felsenfest überzeugt gewesen in die Regionalliga. Und ja, ich will immer den maximal sportlichen Erfolg haben. Von daher, ich bin nicht jemand, wenn er aus der fünften in die vierte Liga aufsteigt und dann sagt, ja, ich bin froh, wenn ich in der vierten Liga die Klasse halte. Nein, sondern ich glaube, wir hätten uns dann so wirklich so gut aufgestellt, dass wir gesagt hätten, wir versuchen auch oben mitzuspielen. Ob es dann am Ende reicht, weiß man nicht, weil es steigen von 22 Mannschaften nur eine auf. Aber wir hätten zumindest alles dafür getan. Dafür drücken wir euch natürlich die Daumen. Danke. Ich nenne jetzt 5 Namen. Wir kommen jetzt auch gleich zum Schluss. 5 Namen und du 2 kurze Sätze darüber. Einen haben wir schon genannt. Ich beginne mal Hermann Gerland. Ein Macher, ein Vorbild und ihm habe ich viel zu verdanken. Und heute noch auf der Bank. Richtig. Ja, und das war so lustig, weil ich mal kurz eingreifen darf. Gerne. Weil da wieder eine kleine Anekdote, die ich auch noch im Kopf habe, wo ich gerade dran denke. Mein Vater war damals beim Trainingsgelände und da war damals Gerd Müller der Co-Trainer gewesen und mein Vater hat sich mit dem Gerd Müller gut verstanden und dann hat er gefragt, wo ist denn mein Sohn? Dann hat der Gerd Müller gemeint, ja, wo ist denn wohl dein Sohn? Am Kopfballpendel, weil ich keine Kopfbälle kann. Jetzt war eine schöne Szene gewesen, worauf ich hinaus will, vor 2-3 Wochen mit dem Musiala gewesen. Der Junge, der ist 17 Jahre alt, kann auch nicht köpfen. Und in den sozialen Medien ist ein Bild, wo er mit dem Hermann Gerland Kopfballpendel übt. Und er hat dann ausgerechnet am Wochenende danach ein Tor mit dem Kopf erzielt. Und man sieht, wie der Hermann Gerland lacht. Also da auch einen schönen Gruß an Hermann Gerland, weil ich glaube, das ist genau, wo er aufblüht und was sein Ding überhaupt so ist, die Spieler ein Stück weit zu entwickeln. Ja. Wahnsinn. Heribert Bruchhagen. Ja, auch ein großes Dankeschön an ihn. Hat den Verein Eintracht Frankfurt jetzt dahin bekommen, wo er jetzt ist. Ohne ihn wäre es nicht so stattgefunden. Und danke für die Verpflichtung, dass ich zu Eintracht Frankfurt zurückkehren durfte. Friedhelm Funkel. Wieder das gleiche Thema. Mein ja. Entwickler, ja, muss man sagen, ohne ihn hätte ich in der ersten Liga nicht Fuß gefasst. Er hat mir vertraut und man sieht, dass er viel Ahnung hat vom Fußball, weil sonst wäre er heute ja, nicht mehr aktiv. Der ist ja wieder voll dabei, ne? Richtig, ja. Volle Kanne. Marcel Schäfer. Hui, ja. Besonderer Kerl, besonderer Mensch. Er hat mir die ersten Schritte in Wolfsburg sehr leicht gemacht. Er hat mich damals vom Bahnhof abgeholt, um mir mein neues Auto zu übergeben. Identifikationsfigur beim VfL Wolfsburg und er ist nicht so in Unrecht dort, wo er jetzt ist und macht die Sache hervorragend. Dich hat er vom Bahnhof abgeholt, den Maximilian hat er vom NLZ abgeholt, also als ja, Chauffeur, also überall eine gute Figur gemacht. Also wirklich, er war auch nicht nur auf dem Feld, sondern auch außerhalb, wirklich, ich glaube, fast für jeden im Verein ansprechbar und hat da auch sehr viel gemacht, dass der Zusammenhalt so war, weil man ja immer sagt bei VfL Wolfsburg, das wäre eine Plastikstadt und es wäre sehr trocken. Also ich glaube, ich habe selten so einen Verein vorgefunden, wo das so familiär zugeht wie beim VfL Wolfsburg. Sehr bodenständig, familiär, das. Ja, definitiv. Ganz klar, ich durfte ja als kleiner Bub hier in Aschaffenburg selbst erleben. Katrin Lehmann. Ja, auch ein Dankeschön, dass sie mir die andere Welt gezeigt hat. Wir haben öfters mal telefoniert gehabt und sie hat mich da auch in der Sache wirklich gut unterstützt. Liebe Grüße von ihr, weil auch sie ist demnächst unser Gast im Podcast. Ja, schön. Interessante Frau, hat bestimmt jede Menge zu erzählen. Ja, überragend. Und Fußball und Eishockey gespielt. Also, ja, definitiv. Ja. Patrick, vielen Dank für das Gespräch. Wir wünschen dir und deine Familie und für deine berufliche Zukunft alles Gute. Bleib gesund und hoffentlich bis bald mal wieder auf dem Fußballplatz. Aschaffenburg nach Dreieich ist ja nicht weit. Richtig. Ja. Wir werden uns mit Sicherheit sehen, Chris und ich. Wir werden kommen. Vielen, vielen Dank. Wir hoffen, dass es dir Spaß gemacht hat. Dein Schlusswort mit Grüße an alle deine Freunde, bekannte Fans und nach Dreieich. Dankeschön, Patrick Ochs.
Dankeschön. Vielen Dank auch an euch. Hat mir jede Menge Spaß gemacht. Waren coole, interessante Fragen und ja, ihr habt sehr viel Informationen von mir gehabt, die ich teilweise gar nicht mehr wusste. Danke dafür für die Auffrischung. Dieser Podcast wird unterstützt von der Schwindbräu Aschaffenburg. Bierspezialitäten gebraut mit regionaler Braugerste. Schwindbräu, mein Schluck Heimat.